Ja, hallo hier wieder auf dem Klostermann-Kanal und heute beantworte ich mal eine Frage oder mehrere Fragen eigentlich, zum Beispiel von Delesa W. Sie fragte, was kostet denn unser Wohnmobil, was kostet denn ein Wohnmobil so an Unterhalt? Also was kostet es an Steuern, an Versicherung und Durchsichten und so weiter und so fort? Und bleibt dran, das kommt jetzt. Ja, wer den Kanal hier schon länger verfolgt, der weiß, dass wir das Wohnmobil jetzt so rund ein Jahr haben, also ein Jahr besitzen, ein Jahr damit auf Tour sind. Vorher, wie gesagt, waren wir schon mit Mietfahrzeugen unterwegs, aber hier geht es ja um das gekaufte Wohnmobil und um die Kosten, die uns da so entstanden sind oder vielleicht noch entstehen während der Haltung des Wohnmobils. Und wie ihr wisst, oder auch nicht, müsst ihr mal gucken, wir haben ja schon mehrere Videos dazu eingestellt, haben wir ein XGO, das ist so 7 Meter lang, hat eine 2,3 Liter Dieselmaschine und 120 PS. Und da sind wir schon beim ersten kleinen Kostenblock. Das betrifft die Kfz-Steuern. Und bei dieser 2,3 Liter Maschine mit diesen 120 PS haben wir 240 Euro an Steuern zu bezahlen pro Jahr. Ich finde, das geht eigentlich noch. 240 Euro ist erschwinglich. Und dazu kommen natürlich noch die Versicherungskosten. Wir haben eine Vollkaskoversicherung für das Wohnmobil. Also natürlich Haftpflicht, Vollkasko und Teilzeit ist ja damit drin. Und insgesamt sind das dann um die 360 Euro Komplettkosten. Dazu muss man sagen, die Vollkasko, da haben wir 1000 Euro Selbstbeteiligung und bei der Teilkasko haben wir 150 Euro Selbstbeteiligung. Also insgesamt aber 360 Euro, wobei das sicherlich bei vielen sehr unterschiedlich ist. Ihr wisst das ja, das heißt, je länger man bei einer Versicherung versichert ist, je länger man den Führerschein hat, umso besser werden die Versicherungswerte, also umso geringer letztendlich. Wir sind eingestuft und da muss ich jetzt mal gucken, wie war das eingestuft? Ich glaube irgendwas mit 35% schon oder sowas oder 38%. Also schon relativ niedrig. Bei anderen, die vielleicht mit 100% dort reingehen, wird es natürlich wesentlich teurer. Für uns relativ günstig, finde ich, Haftpflicht, Vollkasko und die Teilkasko mit drinne, 360 Euro, auch erschwinglich. Also sind wir insgesamt bei Steuern und Versicherung jetzt bei 600 Euro. Tja, ich finde, das geht. Ja, und dann gibt es natürlich noch weitere Kosten. Also zum Beispiel, was kostet denn so ein TÜV und solche Sachen alles? Das brauchten wir jetzt alles noch nicht machen. Also wir haben das Fahrzeug, wie gesagt, ein Jahr erst. Aber das kommt natürlich im nächsten Jahr auf uns drauf zu. Nee, Quatsch, im übernächsten Jahr erst. Also wir haben mal fast 3 Jahre Zeit. Aber was kostet TÜV? So im Durchschnitt hat man geschaut, das liegt so zwischen 135 bis 165 Euro für so einen Fahrzeugtyp, für so einen Wohnmobiltyp, beziehungsweise für diese Maschine hier. Also das ist auch erschwinglich, denke ich. Dann wisst ihr, und das blende ich mal ein hier, dass das Thema Gasprüfung haben wir schon behandelt. Das ist jetzt eine eigenständige Prüfung, unabhängig von der Hauptuntersuchung. Aber die empfehle ich natürlich trotzdem regelmäßig zu machen. Und die würde kosten, oder wenn man sich mal so umschaut, so zwischen 30 und 60 Euro. Ja, und ganz wichtig ist dann auch noch das Thema Dichtigkeits- oder Dichtheitsprüfung. Gerade wenn man noch ein neues oder wenn ein neues Wohnmobil gekauft wurde, wenn man also noch Garantie drauf hat, dann sollte man jährlich die Dichtigkeitsprüfung machen oder machen lassen. Und die liegt so im Schnitt zwischen 60 und 200 Euro. Also da gibt es große Unterschiede. Das ist je nach Anbieter oder da, wo ihr das Fahrzeug her habt und so weiter, unterschiedlich 60 bis 200 Euro. Denke ich, kann man auch mitleben. 200 Euro ist natürlich schon ganz schön fett. 60 wäre natürlich das Optimum. Und bei dem ganzen Thema Durchsichten und so weiter, auch das brauchten wir jetzt noch nicht machen lassen. Das ist bei diesen Fahrzeugtypen relativ spät. Also das fängt erst bei 45.000 Kilometern an oder bei 2 Jahren oder abgelaufenen 2 Jahren. Muss man also Durchsichten machen lassen für die Maschine, für den Motor und so weiter und so fort. Das kennt ihr wie beim normalen Pkw auch. Und da habe ich mal geschaut, das ist auch sehr unterschiedlich, Durchschnitt. Also das fängt, da könnt ihr zwischen 300 Euro und 1000 Euro rechnen. Also das ist von Werkstatt zu Werkstatt unterschiedlich. Da muss man sich wirklich mal umhorchen, in den entsprechenden Werkstätten mal nachfragen, was kostet denn diese Durchsicht, was wird da gemacht. Das ist natürlich auch abhängig, werden dort Ölwechsel gemacht, welche Filter werden gewechselt und so weiter. Da entstehen natürlich mehr Kosten. Das kann man also pauschal noch nicht sagen und wir hatten es auch noch nicht. Beim Pkw weiß ich es, da habe ich beim letzten Mal auch 320 Euro bezahlt, inklusive Ölwechsel, da war das okay. Aber hier wird das sicherlich ein bisschen mehr kosten. Das bleibt abzuwarten, das kommt bei uns auch erst im nächsten Jahr auf uns zu. Tja, was hatten wir noch? Gasprüfung hatten wir, TÜV-Prüfung hatten wir, Steuer, ja. Allgemein kann man sagen, also es war so ein Grundstock an Kosten, die man so hat mit dem Wohnmobil, also Versicherung, Steuern, die jedes Jahr auf einen drauf zukommen.
Reparaturkosten hatten wir auch noch keine, wobei wir natürlich ein paar Sachen umgebaut haben oder erneuert haben oder gewechselt haben. Zum Beispiel, das blende ich euch hier oben auch ein, haben wir die Wasserpumpe gewechselt. Also die Originalpumpe war uns zu laut, die hat immer so gehämmert und wir haben eine andere Pumpe reingenommen. Das könnt ihr in diesem Video sehen. Da ist nochmal die Beschreibung drin und natürlich auch der Preis von der Pumpe und so weiter. Das war auch nicht so die Welt. Und dann haben wir zum Beispiel so Kleinigkeiten erneuert, die Türhalterung und so. Das waren auch mal so 20, 25 Euro sowas. Das war auch locker. Das war nicht so optimal. Also viel Kleinkram kommt noch dazu. Natürlich zählt immer da rein, was mache ich individuell in meinem Fahrzeug? Was baue ich noch so rein? Was bastel ich rein? Aber wie gesagt, das ist bei jedem anders. Und dementsprechend sind auch die entstehenden Kosten bei jedem anders. Wie gesagt, die Grundkosten für uns finde ich relativ erschwinglich. Steuern, Versicherung und. Damit kann man leben. Aber mal zu dem Thema laufende Kosten. Also das heißt, wenn ich mit dem Fahrzeug unterwegs bin. Also wir reden jetzt mal von Dieselpreisen und Durchschnittsverbrauch. Also wir haben einen Durchschnittsverbrauch. Wir haben jetzt hier rund, ich glaube, 16.000 Kilometer runter. Ja, 16.000. Blende ich euch mal ein hier. Das fotografiere ich mal ab. Aber ich glaube 16.000. Und im Durchschnitt verbraucht unser Fahrzeug so 10,3 Liter, so ungefähr haben wir jetzt, also bei diesen 16.000 Kilometern. Sagen wir mal rund 10 Liter pro 100 Kilometer kann man rechnen. Beim jetzigen Dieselpreis, bei uns gerade so um die 2 Euro, tja, dann wisst ihr, was man also auf 1.000 Euro letztendlich bezahlt. Da sind locker mal 200 Euro dann weg. Ach so, ja, und eine Sache habe ich, glaube ich, noch vergessen. Das ist auch Öl, muss man natürlich mal ab und zu mal nachfüllen. Wir mussten jetzt insgesamt in dem einen Jahr bei der Kilometeranzahl 3 Liter nachfüllen. Also das sind so rund 45 Euro gewesen. Auch nicht die Welt, das geht eigentlich. Bei neuen Fahrzeugen ist das, wie gesagt, nicht so viel. Kommt natürlich auch auf die Fahrweise an, was man dort an Öl und ähnlichen Dingen dann verbraucht. Also ihr seht schon, das ist erschwinglich, finde ich. Natürlich bei älteren Fahrzeugen kommen vielleicht noch irgendwelche Reparaturen dazu und so weiter und so fort. Bei unserem neuen haben wir da jetzt absolut noch keine Probleme gehabt. In vielen Fällen ist ja Garantie drauf noch. Und es bleibt natürlich abzuwarten, was ist in 3, 4 oder 5 Jahren. Schauen wir mal. Ein Thema vielleicht noch wären zum Beispiel die Reifen. Die sind noch gut, aber ich denke mal nach 15 oder 20 oder 25.000 Kilometer braucht es auch neue Reifen. Und wenn man sich dann mal auf den Markt umschaut, naja, so ein Satz Reifen, da liegen wir auch schon mal bei 800 bis 1.200 Euro. Das kommt schnell zusammen, je nachdem, was man haben will. Winterreifen, Mischreifen, keine Ahnung was. Also da sind auch nochmal Kosten, die man so alle, je nachdem, wie gesagt, Fahrweise, Kilometer, die man geschubbt hat und so weiter, alle 3 Jahre vielleicht auf einen drauf zukommen. Tja, das war's im Wesentlichen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und eure Fragen beantworten. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare und dann werden wir wieder ein Video dazu machen und euch diese Fragen beantworten. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß, euer Klostermann.